Hallo Leute, willkommen bei Wildlife Park 3. Dies ist Teil 9. Ja, und wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, hat mich jemand in Alaska willkommen geheißen. Interessante Sache. Naja, die wollen da wohl auch Zoos haben. Auf jeden Fall sieht das ziemlich verschneit aus. Jetzt, erstmal gucken, machen wir mal so einen kurzen Überblick, was wir da so haben. Also vor allem viel Schnee. Und leere Gehege hier, will jemand Fleisch essen, da muss man buddeln. Ja, viel leeres Gelände, aber jede Menge leeres Gelände. Hier ist ein Dinosaurier-Skelett und tolle Kristalle. Das ist wohl die Deko. Wasser. Ja, und hier kann man auch buddeln und ein kleiner Wasserfall, hier auch. Ah, Totenkopf. Nachbauten aus Stein, wo das Wasser rauskommt. Im Prinzip gibt es da wohl erst nur ein Tier. Horchen wir mal, was der uns noch zu sagen hat. So. Ob das... Ja, klar. Super erfahren. Ob das Jim ist? Vielleicht ist das Jim. Ja, werden wir mal sehen. Okay, wie ging das noch mit dem Folgen? Ich gehe ihm jetzt erstmal hinterher. Irgendwie wusste ich schon mal, wie das Folgen geht. So. Ah, Kamera. Ah, ja, sehr gut, sehr gut. Huch. Wo sind wir denn jetzt? Oh. Ein Säbelzahntiger. Na, das ist natürlich der Hammer. So, ein hungriger Säbelzahntiger. Also das wäre schon ein echter... Ne, auch in echt ein... Ja, stopp doch mal, ich will einen Screenshot von dir machen. Das wäre auch in echt eine totale Sensation, wenn man das hinkriegen würde. So... Säbelzahntiger ist schon richtig klasse. Großes Kino. So, jetzt lassen wir ihn mal weiter schwätzen. Okay, versuche ich mal. Ah, da kommt tatsächlich ein zweiter. Super gut, ey. Säbelzahntiger. Wollte ich schon immer mal sehen. Der sieht hier aber niedlich aus. Irgendwie pelziger. Naja, sie sind auf jeden Fall hungrig. Und in dem Gelände finde ich das Navigieren ein bisschen schwierig. Jetzt kaufen wir hier erstmal, ich glaube, Gehegeeinrichtung ist das. Irgendwas, wo die Fleisch essen können. Stein? Nein. Das sieht alles so nach Futterkorb. Gräser, Blätter, Kühlgerät, Blätter. Ja, das sieht aus wie Gemüse. Und das Futterschale Fleisch. Mal gucken. Und das hier ist Fleischfutterstelle. Das ist natürlich viel cooler. Aber da ist schon so eine. Vielleicht muss ich den da nur einfach ein bisschen näher an die Fleischfutterstelle setzen. So, wie geht das nochmal? Komm, hochheben. Ja. So, jetzt rennt er wie ein Wilder dahin und packt da Fleisch hin. Das ist sehr gut. Mal gucken, ob die dann zufriedener sind. So, jetzt ist da Fleisch. Wunderbar.
Wasser wollen sie auch haben. Gut, das lässt sich machen. Mit Wasserstellen kenne ich mich schon etwas besser aus. Hier packen wir die mal hier in die Ecke. Warum nicht dahin? Vielleicht ist es da zu abschüssig. Hier, da kannst du trinken. Hier. Und der andere? Der hat wohl noch nicht. Ah, jetzt merkt er auch, dass es da was zu futtern gibt. Du guck mal da. Da ist Futter. Müsste es so eine Option geben wie Säbelzahntiger rufen. Gut, und jetzt will er was zu spielen haben. Was gibt es denn zu spielen für kleine Säbelzahntiger? Stein, Geäst, Kletterbaum, Spielgerät, kleines Spielgerät, nein, eher ein großes Spielgerät, würde ich sagen. Gucken wir mal, ob eins reicht. Und ich guck mal hier, ich würde gern über ein geeignetes Hindernis springen. Ach so, du willst über ein Hindernis springen. Können wir machen hier. Ja, gucken, wollen sie beide über Hindernisse springen? Ja, Hindernis springen, Hindernis springen. Okay, dann hüpft mal schön über das Hindernis drüber. Na prima. Sehr schön. Und der andere, kann er das auch? Oder brauche ich womöglich zwei davon? Naja, die haben mir ja eigentlich ganz gut Kapital zur Verfügung gestellt. Hier ist noch ein anderes Hindernis. Aber dieses hier sieht uriger aus. Mal gucken, wie kann man das drehen? Jetzt ist es abgehauen. So. Nee, so dreht man die Landschaft. Ich wusste schon mal, wie man es drehen kann. Wieso, ja. Oho. Ja, das denke ich mir. Sehr gut. Okay, na, das werde ich mir später nochmal anhören müssen. Also Eisbären, Schneeleoparden, Bisons und die anderen muss ich mir dann ein andermal anhören. So, ich denke mal, die Eisbären, die freuen sich bestimmt hier über so ein Wassergehege. Da könnten wir die Bisons dann vielleicht hierhin machen, weil ich glaube, Bisons rennen einfach gerne ein bisschen rum. Fangen wir mal mit den Bisons an. Oh ja, hier sind auch schon die, die wir so brauchen. Bisonbulle. Nehmen wir einfach mal so ein Bisonbullen. Ja. Das war kaufen. Nein, das war Details. Das war kaufen. So. Und jetzt sagt er mir bestimmt gleich, was er so will. Eine Wasserstelle. Okay, das hätte ich mir ja denken können. Wasserstellen brauchen die, glaube ich, immer alle. So, da. Und dann haben die, glaube ich, so Futterkörbe gebraucht. Und ein Tierpfleger natürlich. Was bist du für einer? Tierpfleger 2. Kommt der da rein? Ach, ich nehme den mal und stell den hier rein. Dann rennt der schneller zu der Futterkrippe. Okay. Und die brauchen, glaube ich, auch immer irgendwelche Kratzdinger. Salzsteine brauchen die ganz dringend.
Also gibt es hier auch mal einen Salzstein. Ist das ein Salzstein? Ja, große Salzlecke. Ja, da sagt er schon Salzlecke. Und ich denke mal, jetzt kann ich noch ein paar Bisons dazu kaufen. Ah, und ich glaube, irgendwo gab es dann auch die Details. So, die Salze haben mir gefehlt. Ich würde mir mehr Artgenossen in meiner Nähe wünschen. Es ist recht kühl hier. Okay, dann stellen wir nochmal so ein Heizding rein. Es ist Alaska, darum ist es hier so kühl, mein lieber Bison. So, wo war das? Hier bei Gehegeeinrichtung, Temperatur. Das sind, glaube ich, die Wärmestrahler. So, machen wir hier einfach erstmal einen Teil. Obwohl, der hat mir ein großes Budget gegeben. Kann ich das auch drehen? Ja. So. Nö, es deckt trotzdem nur so ein Quadrat in der Richtung ab. So, das muss reichen. Und hier gucke ich mal bei den Infos, in welchen Kombinationen die gerne leben. Verhalten, Status, Gedanken, Name ändern, Status. Nee, das ist nicht die Tierinfo. Paarungsbedürfnis, Herdengröße, ja, das ist mir klar, das ist zu gering. Irgendwo war doch hier die Info, Details. Ja. Und da, Herdengröße, 8 bis 30. Sie schreiben nicht, wie das Verhältnis Männle zu Weible sein soll. Na, ich kaufe einfach mal ein paar Weible und vielleicht noch ein oder zwei Bullen oder so. Erstmal Weibchen. Bulle, Bulle, Bulle. Fangen wir hinten an. Bison, Kuh. Ja, nehmen wir doch die mal. So. Bison, Kuh. Ja, die ist so ein bisschen schwächlich. Nehmen wir die trotzdem. Die ist auch relativ günstig. Und die schon etwas älter. Die sind alle so ein bisschen angeschlagen, aber ich meine, nach so einer langen Reise bis nach Alaska wäre ich wahrscheinlich auch erstmal erschöpft. Ich würde mich gerne im Schlamm wälzen. Na, dann besorgen wir denen doch bald mal Schlamm und noch was zu spielen. Bisonbulle. Ein junger Bisonbulle. Na, das ist doch niedlich. Noch ein Bub. So, und jetzt 8 wollen sie sein. Ich hoffe, es wird dann nicht zu eng. 2, 3, 4, 5. 6. 7. 8. So, und jetzt machen wir einen Schlamm und ein Spielzeug. Ein Schlamm. Ich glaube, das war hier. Geländewerkzeuge. Schlamm. Ist das süß? Das ist Schlamm. Lehm, Schlamm. Also Schlamm hier. So, kriegt ihr eure Schlammwühlung. So. Mal gucken, was die zum Spiel hier gibt. Ist für mich zu wenig Pflanzen. Aha. Und du willst auch Pflanzen. Und du Gräser fressen. Da sind Blätter. Also machen wir noch ein Gräserfutterdings. Futterkrippe Gräser. So, Tierpfleger, renn da mal hin. Füll da mal Gräser auf. Und dann machen wir Pflanzen. Die waren hier. Was für Pflanzen haben die denn gerne? Das ist vielleicht eher gemäßigt, subtropisch, tropisch. Alle nehmen wir gemäßigt. So palmenmäßig.
Rose, Fichte, Tulpe, Birke. Birke, finde ich, klingt passend für so eine Gegend. Und das ist Farn auch. Ich pack mal einfach so ein paar Sachen dahin. So. So. Mal gucken, ob sie dann zufrieden sind mit der Pflanzengeschichte. Die wollen noch irgendwie spielen. Im Schlamm wälzen. Ja, dann geht mal zu dem Schlamm. Und dann gucken wir mal, ob die dann zufrieden sind, bevor wir das nächste machen. Oh, die sind noch nicht zufrieden, die Säbelzahntiger. Aber die Bisons, die sind inzwischen alle zufrieden. Also, die brauchen was zu schlafen. Ich finde keine Höhle. Oh je, oh je, oh je, eine Höhle. So, dann bauen wir euch doch mal eine Höhle. Das ist, glaube ich, die Mini-Höhle und das ist hier eine große. Dann stellen wir die mal hier hin, die Höhle. Ich hoffe, eine Höhle reicht für euch beide. So. Ja, ich bin erschöpft und möchte mich ausruhen. Mir geht's prima. Und ich bin erschöpft und möchte mich ausruhen und ich finde keine Höhle. Dann hier, geh mal hin. Mir geht's prima. Ja, geh mal schnell zu der Höhle. Dann gucken wir mal. Ja, da sitzt hier der eine schon drin. Das wäre natürlich toll, wenn wir Säbelzahnbabys kriegen würden. So, wie lange habe ich denn schon gemacht? Ja, so ein bisschen kann ich vielleicht noch ein neues Gehege anfangen. Wir könnten mal mit dem Eisbärengehege anfangen. Hier ist Wasser und da ist auch Wasser. Da müsste man dann aber irgendwie buddeln. Der Boden ist mir hier zu weich. Ah, für die Pflanze und das hier. Ah, auch für die Pflanze. Tja. Ist die Frage, was ist das? Ah, Dekoration. Hier, das ist dann ein bisschen steil zum Schwimmen gehen. Und ich glaube, dass Eisbären gerne schwimmen. Also würde ich das vielleicht lieber hier machen. Ja, was soll ich noch machen außer Eisbären? Hier habe ich also noch Grizzlybären, ja, und Schneeleoparden. Ich frage mich, wie groß ich die Gehege hier machen soll. Aber ich denke mal, die haben auf jeden Fall gerne viel Platz. Das klappe ich mal ein. Ich kaufe jetzt mal einen dicken Palisadenzaun. Holzlattenzaun. Hier, nee, Palisadenzaun. Der muss ja was halten. Und ich guck mal, ob ich den hier ansetzen kann. So. Ah, so rum geht es. Okay. Ich glaube, das wird fast ein bisschen groß, das Gehege. Naja, wenn es am Schluss zu groß ist, kann man es ja wahrscheinlich immer noch kleiner machen. Aha, hier kann man es nicht bis an den Rand machen, aber hier. Okay. Gut, dann brauchen wir jetzt noch ein Tor. So. Passt das da rein? Ja. Jetzt ist es abgehauen. Ja, da haben wir doch ein Tor. Super gut. Und jetzt packe ich hier noch mal so eine Fleischfutterstelle hin. Ja, was es hier noch alles gibt. Ich glaube, das hier, ja, so eine. Okay. Und dann besorgen wir uns noch einen Tierpfleger. Aber erstmal, ob die auch. Die haben Hindernis.
Und Wasserstelle auf alle Fälle auch. Da sind zwar auch kleine Teiche. So. Und ob die dann auch hüpfen wollen, das sehen wir dann mal. Ja, die sehen doch inzwischen sehr zufrieden aus. Tierpfleger. Wie viele Tierpfleger haben wir denn? Personal. Ah ja, wir haben zwei Tierpfleger. Ich denke mal, da ich ja ein hohes Budget habe, mache ich mal für jedes Gehege einen Tierpfleger nach Möglichkeit. Also Personal einstellen, Tierpfleger. Wie sind die denn so? Der ist 2 Sterne für 15, 3 Sterne für 40. Uiuiui, ein teurer. Ich probiere mal, ob der Preiswerte ausreicht. So. Ja, den schmeiße ich mal hier hin und mache dann das Gelände ein bisschen größer. Das müsste reichen, denn da hinten, da muss er ja nicht groß pflegerisch tätig werden. Jetzt kaufe ich einen Eisbären. Also, das ist ein Eisbärenweibchen. Wie alt werden die? Details, Info. Nach Attraktivität sortieren, irgendwo. Da. Ja, sehr gut. Die anderen Details will ich sehen. Ah, da muss man wohl draufbleiben mit der Maus, oder? Merkwürdig, warum die abhauen. Tja. Nicht sehr aussagekräftig, da ist alles leer. Ich kaufe einfach erstmal Bisonkuh. Ach, ist schwanger. Das ist gut, das ist sehr gut. Und Säbelzahntigerweibchen ist auch schwanger. Super gut. Nur warum ist diese Nachrichtenliste jetzt so groß geworden? Und die andere Bisonkuh ist auch schwanger. Sehr gut. Ja. Tja. Kann ich die so kleiner machen? Nö. Naja, ich kaufe jetzt erstmal ein Eisbärenweibchen. 32 Jahre, 29 Jahre, 3 Jahre, 10 Jahre ist das Männchen. Ich fange mal mit dem Männchen an. So. Und dann ist die Frage, ob ein 3 Jahre altes Weibchen schon, wie heißt das, paarungsfähig ist. Ich guck mal hier bei den Details, ob ich da mehr erfahre. Ja, gut, jetzt. Also, Geschlechtsreifealter 4 Jahre und Herdengröße 1 bis 8. Dann kaufe ich mal ein etwas älteres Weibchen. Na, der Eisbär schwimmt schon, das ist toll. Gut. Das ist schon 29. Wie alt werden die? 41 Jahre. Ja, dann geht das. Weil das braucht noch ein Jahr, bis es fortpflanzungsfähig ist. Kaufen. So. Und die Größe reicht bei 1 bis 8. Wasser, schwimmen, kratzen, die brauchen irgendwas zum Kratzen. Ja, also ich würde mich gerne an etwas kratzen und sie möchten Fisch essen. Kratzen, kratzen. Das ist ein Baumstamm, naja, man könnte es wieder mal mit diesem hier probieren zum Kratzen. Und irgendwas mit Fisch wollen sie essen. Futterkorb Bambus. Das hier sieht er Futterfisch. Futterschale Fisch. So, sieht so klein aus. Futterfisch. Naja, der
Tierpfleger hat da was reingetan und jetzt rennen sie dahin. Das ist doch ganz gut. So, ich liebe Fisch, mir geht es prima und ich würde mich gern an etwas kratzen. Da müssen wir sehen, ob das Weibchen dann diese Kratzstelle findet. Da renn mal hin. Ja. Ja, gut, beeil dich ein bisschen. Ich will sehen, ob dir das Kratzdings da gefällt oder ob du was anderes zum Kratzen brauchst. Ah, das tut mir gut. Mir geht's prima. Ja, wunderbar. Gut, da haben wir doch schon viel geschafft. Dann mache ich mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.